Ein herzliches Willkommen zu Projekt A E. Wir sind da und mit neuesten Neuigkeiten. Wir haben unseren Server geupdatet. Also ich habe das getan, weil der Herr da oben, der mich mit Dreck bewirft. Mehr bist du nicht wert. Hat sich davor hübsch gedrückt. Und jetzt habe ich mein Mikrofon ganz weit weg getan. So. Gott sei Dank, dann hört man dich nicht. Konstruktion. Ich habe ja am Anfang jetzt sowieso ein bisschen hektisch werden. Ach. Ne, mit meiner tollen Konstruktion, von der du mir das Foto jetzt endlich mal geschickt hast. Au. Und offensichtlich ist etwas passiert, wenn ich mal vorführen dürfte. Diese fünf netten Herrschaften, wie auch immer sie da draufkommen sollen, anscheinend hat sie durchs Update die Whitelist resettet. Genau. Wir haben jetzt einfach nochmal ein neues Update gezogen, also ein neues Backup gezogen. Was auch immer ihr da gemacht habt, jetzt ist es weg. Oh. Ja, ist halt ein bisschen asozial, wenn man nichts anderes zu tun hat, als wie die ganze Zeit hier nur, ne? Ich schon wissen. Auf andere Leute Server sich verbinden. Ist halt blöd, unser Server war zwar nicht öffentlich, aber ne, man kann die IPs trotzdem alle durchprobieren und wer halt gerade ein Update gemacht hat, der hat halt das Pech, dass er keine Whitelist hat. Und das Passwort, ich glaube, wir hatten gar keine, oder? Ne, wir haben nur die Whitelist haben wir gehabt. Okay. Aber jedenfalls ist das jetzt alles wieder geändert worden. Jetzt sind wir beide nur noch auf diesem Server. Wie es sich gehört. Und ja. Ja gut, was machen wir jetzt eigentlich? Was machen wir? Es ist jetzt sehr ungünstig zu klopfen. Lol. In 15 Minuten. Also nie. Die Freuden des privaten Lebens. Ja. Ich freue mich auch schon. Wie weit reicht dabei das? Ich habe mein Do Not Disturb Schild nicht aufgehangen. Das gute keine Schleichwerbung machen Schild. Genau. ja, egal. Was würde man sagen? Wir machen. Beziehungsweise ich setze jetzt noch die letzte Reihe Marble auf unseren Klotz. Marble. Und ich mache hier inzwischen mal die Felder fertig, denn das ist eine Aufgabe, die ich ungern mache, die langweilig ist. Das heißt, da müsst ihr erstens zuschauen, das geht gar nicht anders. Und andererseits muss es halt einfach gemacht werden einmal. Oh Mist, jetzt habe ich den Waypoint wieder vergessen. Ach ja, die Waypoints haben sich ja auch alle zurückgesetzt. Das ist allerdings nicht so günstig. Ich hoffe, ich platziere die Wasserblöcke hier richtig. Ich versuche die ganze Zeit zu überspielen, dass im Hintergrund von dir voll Action ist. Ich laufe durch die Gegend, suche eine Höhle in der Hoffnung, dass ich irgendwo Marmor finde. Was ich aber finde, ist Quarried Stone. Dein Lieblingsgewürz, wollte ich schon sagen. Dein Lieblingsgestein. Mein Lieblingsgewürz? Ja, das können wir auch mal sagen. Was ist denn dein Lieblingsgewürz? Hey. Achso. Ich habe schon gedacht, du wolltest. Cheated! Kick from Server. Ich war kurz davor, Slash Time Set Day zu machen. Mein Lieblingsgewürz? Was ist mein Lieblingsgewürz? Rosmarin? Eventuell. Nicht schlecht. Ich tippe auf Rosmarin, aber es gibt ziemlich viele, ziemlich geile Gewürze, wenn man sie richtig einsetzt. Also bist du sehr würzig in dem Sinne? Ja, ich bin ein ganz würziger. Das sagt mir mein Orthopäde auch immer wieder. Also mein Lieblingsgewürz, beziehungsweise Gewürzen, weil Curry ist ja... Ein Gemischfuck. Genau, eine Mischung. Aber so vom alleinigen Gewürz hätte ich gesagt Pfefferminz.
Pfefferminz. Ist ein Pfefferminz ein Gewürz? Naja, man kann es als Kräuter denken, als Kräutergewürz durchgehen lassen, wenn man es trocknet. Ja. Oder Tee draus macht oder sowas. Aber ich mag Pfefferminz ganz gern. Ich mag weißen Stechapfel. ja, Pfefferminz ist auch gut. Kann man. Das Praktische an Pfefferminz ist, du kannst das. Das hier reicht, ne, egal. Du kannst das. Die Blätter einfach abreißen und in kochendes Wasser schmeißen und du hast einen sehr, sehr geilen Tee. Mhm. Oder im Sommer, wenn es richtig heiß ist, gibt man die Pfefferminzstängel, also so einen kompletten Stängel von Pfefferminz in Wasser. Ja, er hat Stängel gesagt. Mit Zitrone und das stirbt man dann eine Woche im Kühlschrank oder eine Nacht, je nachdem. Mhm. Auch nicht schlecht. Und das ist, glaube ich, einer der besten Eistee, sagen wir so. Oder, was war das damals? Das war Zitronengras, glaube ich. Ist auch gut, wenn man es einfach so in Wasser gibt. Mhm. Irgendwas hatte ich auch mal mit Gurken und Zitronen. Wobei Gurken schon wieder recht speziell sind. Aber Gurken so an sich an heißen Tagen sehr erfrischend. Ja, müsste ich ja sagen. Vor allem so ein Gurkensalat oder so. Irgendwas so einfach. Mhm. Mit Gürkchen. Gürkchen. Und wenn wir jetzt zweideutig denken würden, wäre das ziemlich pervers. Aber wir denken nicht zweideutig. Gürkchen. Au. Schnauze. Was ist denn hier ein Skelett? Eine Höhle bitte mit Marmor, eine Höhle mit Marmor, bitte jetzt. Oh, da unten sind Skelette. Naja. Skelette? Zombies? Naja. Es ist fast beides das gleiche, nur der eine mit Haut und der andere ohne. Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit. Weg dann. Oh, ein Hallö. Halloumi? Ja, das schmeckt auch gut. Nee, ich meinte einen Creeper. Der ja jetzt auch nicht mehr alles kaputt machen sollen. Laut deinen Einstellungen. Ach stimmt, nee, die machen jetzt wieder alles kaputt, weil sie das nicht gespeichert. Warte mal, das haben wir gleich. Game Rule. Keep Inventory to Mob Creeping. So. Aha. Weil normalerweise gehört es sich ja, ne? Creeper machen Boom. Genau, uns reißen die Landschaft, aber ich habe keinen Bock, wenn ich ein ME-System habe und sich ein Creeper da hinten hinschleicht. Genau, und dieses Ding in die Luft sprengt, dass die ganze Show, weil es dauert Alasha. Wir waren ja eigentlich letzte Folge dabei, ein ME-System zu bauen. Naja, wir haben die Ressourcen fürs ME-System geholt. Genau. Also. Und das möchten wir eigentlich. Halt, das ist Schnauze-Scheiß-Zombie. Meine Fresse, ich glaube, ich muss die Höhle. Nein! Ich muss die Höhle da unten, glaube ich, ausrotten. Das geht mir ein bisschen auf den Tiger. Die verdammte Zeiger. Auf Zeiger, auf den kleinen oder den großen? Auf den Stundenzeiger. Ey, Banner! Es geht! Pass auf, wenn du sagst Banner, ne? Also Dr. Banner. Der wird meistens recht. Seufz. Bruce Banner. Hat ihn verstanden. Apropos Banner. Es wird Zeit für ein neues Kanal-Banner. Nein, Seufz. Jetzt wirst du so ein Händchen dafür, ne? Ich probiere einfach so lange, bis irgendwas rauskommt. Meistens schaut es dann irgendwann so aus, wie ich es haben will, und dann esse ich kleine Kinder. Sorry, zu Feier des Tages. Die armen Kinder. Ja, die armen Inder. ich mag Züge. So, also, ich smash hier mal durch die Potatoes. Das klingt irgendwie auch ungesund. Naja, solange die WLAN-Potato nicht verletzt, ist ja alles in Ordnung. Berühmte Potato,
die wir, von der wir letztes Wochenende ja auch so viel Gutes gehört haben und gesehen und gespürt haben. Wie war das, ein Update? 3 Stunden. Bitte sehen Sie das Update. Kommen Sie in ein paar Tagen wieder. Aber trotzdem, man muss schon sagen, ne? Es war nicht schlecht. Ja, auch wenn mich danach die Kreditkartenfirma, wie gesagt, angerufen hat, aber das macht nichts. Da sind ziemlich viele Beträge weggegangen. Ist das berechtigt gewesen? Patriot! Na, wir hatten eine Rockband-Session. Also, Sessione. gespielt. Ne? Dass wir in einer Rockband spielen würden. Das wäre natürlich auch lustig. Ich will Rob Zombie spielen. Es muss wirklich sagen, es hat richtig Spaß gemacht. Vor allem mit meiner totalen tollen Solo-Einlage. Ja, Lukas ist unser Premium-Sänger. Kann man sich auf Ey. jeden Fall mal geben. Ich habe zumindest immer über 90% gehabt, außer gewisse andere, die Bass gespielt haben. Na ja. Oh, da sind ja noch 94. Was wolltest du sagen? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich einmal unter 90% hatte. Okay, einmal, als ich auf schwierig gespielt habe. Ja, okay. Aber ich bin nicht so ein Nerd wie so ein eine gewisse Verwandtschaft von dir. Auf Expert gleich mal 90%. Yay. Why not? Weil ich mir dann ständig gedacht habe, wo ist jetzt seine Finger? Seine Finger! Es ist gefährlich bei ihm, ja. Also wirklich, seine Finger hatte man nicht mehr gesehen. Nicht das, was ihr jetzt schon wieder denkt. Hat Magic Fingers. It's a kind of magic. Magic, Magic! Naja, So, wie was schaut machen die wir jetzt? Zeit aus? Es vergeht wie im Flug. Achso, es wird übrigens Zeit für Magic Coffee. Prost. Stimmt. Prost! Nichts geht über guten Kaffee. Doch besserer Kaffee. Naja, den Kaffee können wir uns nicht leisten. Wir haben ja schon den. Den Lizenzvertrag mit gewissen Premium-Marken nicht. Machen jeden Tag Werbung dafür. Natürlich. Wir haben ja auch sonst nichts zu tun. Es gibt zwei verschiedene Potato Seeds. Achso, das eine ist. War schon. Haben wir eigentlich hier irgendwo ganz normale Samen? Ah, hier. Da haben wir schon. Pflänzchen musst du schauen. Hab schon. Mein ME-System 1.0. System. Genau. Können wir bitte irgendwo einen Elektrozaun machen, für den Fall, dass ich hier irgendeinen. Gibt es überhaupt Elektrozäune? Denke schon, dass Ich man einen glaube, machen kann. es gab Laserzäune, aber. Nein, das ist Elektrozaun, Laserzaun. Ah, ist das Gleiche. Alles läuft mit Energie. So, das hier und. Muss mir abgewöhnen, dass ich hier auf diese komischen Felder springe. Das kann ab und zu ungewünschte Nebenwirkungen haben. So, Oh, jetzt geht angepflanzt Party ist hart ab. alles. Ich bin begeistert. Unser Feld. Das sieht nämlich richtig geil aus. Schaut mal oben rechts auf die Map, wie geil das mit diesen Dingern aussieht. Das ist schon fesch, Wenn du fesch. Oh ne, J. Es sieht aus wie. Schaut nicht schlecht aus. Es schaut aus wie so. Bin immer noch der Trollkönig. Wo ist denn eigentlich mein. Wo ist denn. Ach, den habe ich ja noch gar nicht. Ah, schade. Naja, muss ich eben weiter als Troll rumlaufen. Den Witherhead hatte ich ja damals nur wegen Game Mode. Ich erinnere mich. Wir haben ja schon ein bisschen getestet, damit ja alles funktioniert. Mehr Kaffee. So, was mache ich jetzt? Ich bin tatenlos.
Die Felder, du könntest das Grand Garden Zeug suchen. Also das Pumps Harvest, die Craft, dass wir da schon was haben. Aber das ist egal. Das ist nur zu tragisch. 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 Ja, einen habe ich zufällig schon im Inventar. Mal schauen, ob ich hier noch irgendwo was finde. Ich würde eigentlich. Was machen wir denn eigentlich die nächsten Folgen? So als kleinen Spoiler. Samen wachsen lassen. Ja, wir schauen den Samen beim Wachsen zu. Das ist auf jeden Fall spannend genug. Nein, oder wir können Kristalle züchten fürs ME-System. Ich würde sagen, das machen wir jetzt gleich dann, also in der nächsten Folge, denn die wachsen ja ewig. Mhm. Und ich hätte das ME-System schon sehr, sehr gerne. Nun gut. Dann, wie schaut es zeitmäßig aus? Ja, eine Minute kann man noch dranhängen. Naja, bei dir ist es ja immer so, ne? Tja. Was ist das eigentlich? Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Jetzt habe ich es total vergessen. Ich glaube, wir haben hier in der Umgebung schon das meiste von diesem Zeug abgegrast. Wortwörtlich. Wenn das bleibt. Ich brauche eine Schaufel. Ich habe ein Ideechen. Hast du Idee, krass? Ich habe großartige Idee. Und zwar? Chestnuts. Nein, Nutmeg. Nutmeg. Ich kenne nur Nutbar und das ist nicht unbedingt eine höfliche Aussage. Wo ist das? Warum habe ich eine Birke im Inventar? Bist dich? Naja. Wenn du keine Birke hättest, wär's doch ein wenig, ne? Ja, ich geh lieber scharfes Banken. Klatsch! Das funktioniert nicht mehr, seit Version, keine Ahnung. 0.0.1. Oh. Ich bin in ein Wasserloch gefallen. Sei froh, dass es nur ein Wasserloch ist. Ein Lavaloch wäre schmerzhafter. Vulkan so aus dem Arsch, ne? Ja, dass dir die Sonne aus dem Arsch wächst, das wusste ich ja, aber... Hui, da ist ganz viel, wie auch immer das Zeug heißt, ich vergesse das da. Oh, und da ist ein Hive. Gib mir den Hive. Ich hab den Hive. Ja, er hat einen Hive gefunden. Ah. Mist. Na gut, wie gesagt, wir sehen uns nächste Folge wieder. Ja. Und denen wünsche ich einfach mal einen schönen Tag noch. Ja, tschüss, arrivederci und goodbye.